So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres Event Source Content Repository Gesprächs mit Helmut und mir, Helmut Hummel und mir. Ich freue mich sehr, Helmut, dass du wieder am Start bist. Hi. Hallo Sebastian, ja, freut mich auch. Hat mir sehr viel Genau, Spaß gemacht letztes Mal. auf jeden Fall. Ja, mir auch. Genau. Und wir haben ja auch echt voll viel Feedback gekriegt und auch voll cooles Feedback gekriegt. Das hat uns auch sehr gefreut. Fand ich mega spannend. Also scheint ja gut anzukommen, auf jeden Fall. Genau, wir wollten letztes Mal haben wir ja so ein bisschen über Event Sourcing allgemein gesprochen, ne? Dieses Mal wollten wir es ein bisschen vom Thema mal auf die Projektion sozusagen fokussieren. Ja, ich weiß nicht, wie wollen wir anfangen? Hast du schon eine Idee oder schon eine konkrete Frage oder? Ja, genau. Also ja, vielleicht anschließend an das letzte Mal. Ich hatte ja quasi, also der Einstieg in Projektion war ja, dass ich gefragt habe, okay, was ist denn jetzt alles eine Projektion? Und ist jetzt, sind jetzt die Content Dimensions, sind die auch eine Projektion oder sind die keine Projektion? Und wenn nicht, was ist dann sonst alles eine Projektion? Oder wofür gibt es alles Projektionen? Also nur für die Workspaces oder gibt es noch andere Projektionen? Ja, das ist ein gutes Beispiel, genau. Also es ist so, ne, also erstmal ganz grundsätzlich nochmal so kurz das Recap, das warte mal, ich suche nochmal dieses Bild her, dass wir quasi dieses, dass wir alle denselben Einstieg haben. Und bum, 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 wo haben wir das? Ja, das war das falsche Event Sourcing da. Genau, ne? Also genau, grundsätzlich ist ja eine Projektion quasi auf der Leseseite unterwegs. Ne? Das ist ja das Bild, was wir letztes Mal ganz ausführlich hatten. Also die Schreibseite, dann kommt der Event Store und die Projektionen sind sozusagen auf der lesenden Seite, wo man dann Queries gegen macht. Wir haben bei uns im System eigentlich eine Hauptprojektion, das ist die Graphprojektion. Also genau, das genau, kann man mal gucken, kurz in den Code. Close all. So, wo sind wir? Genau, also wir haben quasi dieses ganze Projekt besteht quasi aus verschiedenen Paketen, die hier in Packages CR liegen. Das eigentliche Kernpaket ist Neos Event Sourced Content Repository. Und wir haben aber noch diesen Content-Graphen sozusagen. Und das ist quasi die wichtigste Projektion. Also das ist sozusagen die, um die es heute größtenteils gehen wird. Ich sage mal, die beantwortet eigentlich, ich würde sagen, 90% aller Fragen sozusagen, die man an das System stellt. Und dann gibt es quasi noch so Spezialprojektionen, die dann eher so Neos-spezifisch sind. Also ganz konkretes Beispiel, wir haben zum Beispiel eine fürs Routing, die also quasi also die sozusagen die Auflösung von Nodes auf URLs und umgekehrt halt ermöglicht. Und das ist zum Beispiel eine eigene Projektion, die hier zu finden ist, die aber sozusagen für einen engeren Use Case verwendet wird quasi, ne? Und das ist eigentlich so was ganz Typisches, dass wir quasi, also, oder das habe ich jetzt schon in vielen auch Event-Sourcen-Systemen gesehen, dass man so eine Projektion hat, die so die wichtigste ist quasi und dann halt so mehrere, die dann noch so, ich sage jetzt mal, zusätzliche Funktionalität verwenden in irgendeiner Form. Ja, genau. Genau, ich weiß nicht, wollen wir gleich mal mit der Graphprojektion anfangen? Das ist natürlich die schwierigste, aber ich Ja, glaube auch genau. die Gleich spannendste. rein. Genau, gleich rein. Ich würde vorschlagen, wir machen mal ein Beispiel. Und zwar, wir machen mal eine Änderung quasi, die wir verfolgen können quasi. Also ich gehe jetzt hier ins System, ich tippe hier mal eine 1 davor und das wäre jetzt mal der erste Change, den ich glaube ich mal machen würde, sozusagen ans System. Genau, dazu gucken wir uns wieder erstmal in die Datenbank an, schauen uns mal an, was sozusagen an Events passiert ist. So, ja, die Events-Tabelle will ich später haben. So, ich sortiere jetzt mal sozusagen, dass das Neueste oben ist, dann müssen wir die mal ganz runter scrollen. Und genau, und jetzt haben wir hier ein Event vom Typ Node Properties via Set. Und genau, wenn wir uns die Payload mal angucken, da wird quasi gesagt, in welchem Content Stream, also sprich Workspace,
welcher Node und welcher Sprache wurde welche Eigenschaft geändert. Ne? Und da sehen wir, die Eigenschaft ist im Prinzip, die hat sozusagen die Title-Eigenschaft wurde geändert auf diesen Wert. Ne? Die 1 ist jetzt davon und auch der Typ der Eigenschaft steht immer davor, also steht mit dran quasi. Und das ist also das, was sozusagen auf der Event-Seite passiert. Ich würde jetzt das gleich mal im Code zeigen am besten. Also das ist genau Node-Properties via Set. Und das ist jetzt das Event, ne? Und dazu gehört auch noch das zugehörige Command, also das ist set node properties. Das ist also das Command entsprechend, was der User auslöst. Also das können wir auch mal machen hier, find usages, und da müssten wir, finden wir ein paar Stellen in Testcode, und am Ende des Tages, muss ich gucken, genau, das ist sozusagen die Änderung aus der UI, also das ist sozusagen die äußere UI, also das ist sozusagen, was die UI außen macht sozusagen, die ruft dieses Set-Node-Properties auf, also erzeugt dieses Command, steckt das in diesen Command-Händler und sagt, handle das mal für mich sozusagen, ja, und das war es im Prinzip. Also was sie dann auch sagt, ist, warte bitte, bis du fertig bist sozusagen, bis alles gehandelt ist, möchte ich jetzt warten, aber das können wir noch ein bisschen später machen sozusagen, das ist noch ein Detailthema. Quasi. Und dieses, also Command ist sozusagen ein ganz simples Value-Object, das wird zusammengebaut. Wir haben uns angewöhnt, dass wir extrem typsicher da arbeiten, also das sieht man hier auch schon. Jetzt zum Beispiel hier User Identifier als Beispiel ist halt eigentlich nur ein String, also ein Wrapper um einen String sozusagen, aber es ist halt einfach mit Typen erzwungen. Und genauso zum Beispiel auch die Property Values zum Schreiben beispielsweise, das ist eigentlich ein Array, ne, aber ist auch als Objekt sozusagen gehandelt, und um einfach eine möglichst hohe Typsicherheit quasi zu haben in dem ganzen Stack sozusagen. So, das geht jetzt also an diesen Node Aggregate Command Handler, so, und der wiederum geht ans da haben wir Set Node Handles, fieses Ding, das Ding ist, das ist unser wichtigster Command-Händler, und der wäre sehr, sehr riesig, also, ne, und der hat aber jetzt hier nur irgendwie 250 Zeilen. Das liegt daran, dass wir hier quasi mit Trades ein bisschen aufgedröselt haben, aber das ist sozusagen nichts, das ist quasi nur eine reine Code-Organisationsfrage sozusagen, es hat also keine funktionale Bedeutung. Das heißt, in unserem Fall müssen wir mal gucken, Node Modification wird es sein, genau, und da müssten wir jetzt auch fieses Ding, warte mal, wo ist das denn? Es kann sein, dass das noch in einer anderen, muss mal kurz gucken, wo steht das denn? Also ich hab den Namen vergessen, Moment mal, wo waren wir? Wir waren in Property, hier waren wir, so Handle, ich kann ja auch einfach hier draufklicken, so, hier sind wir. Genau, also Handle Set Node Properties. So, und was jetzt quasi passiert ist, in dem Command-Händler haben wir ja immer gemacht, haben wir sozusagen immer diese Soft-Constraint-Checks, die wir machen, ne? Und das ist bei uns jetzt auch so. Wir gucken also, wir brauchen den Node-Type zum Beispiel, damit wir überprüfen können, dass die Properties gültig sind. Und dann werden die Properties nochmal also serialisiert. Also wir haben quasi zwei Schichten von diesen, also wie wir mit Node-Properties umgehen, das hat sich dann so entwickelt. Die obere Schicht ist quasi, kann beliebigen Objekten umgehen, und die untere Schicht ist nur noch serialisiert. Das sind also nur noch simple Data-Types quasi. Und da gibt es einen Property-Converter dazwischen, der basiert auf Symfony Serializer quasi und macht sozusagen diese Konvertierung. Und hier wird quasi aus diesem Set Node-Properties Kommando in Set Serialized Node Properties Kommando, und das wird dann letztendlich, das ist eigentlich das, mit dem das System sozusagen arbeitet. So, und hier ist eigentlich die Kernlogik. Wir wollen wieder Soft Constraints checken. Wir müssen zum Beispiel überprüfen, dieser Node muss existieren, und dieser Node muss an diesem Dimension Space Point existieren. Also der muss in Englisch existieren in unserem Beispiel. Und dann übersetzen wir quasi aus diesem Command, machen wir ein Event, ne, und das ist eigentlich, man erzeugt ein neues Event, in dem Fall Node Properties via Set, und man steckt quasi alle Eigenschaften des Commands in das Event rein. Das ist eigentlich ziemlich 1:1, meistens zumindest, dass es einfach durchgegeben wird sozusagen, ne? Also dass einfach die Werte durchgegeben werden. Und dann sagen wir, das möchten wir jetzt publizieren, diese Events möchten wir publizieren, und so kommen die quasi in den Event Store. Also das heißt, alles bis hierhin sorgt quasi dafür, dass diese Zeile hier entsteht, und die wird auch tatsächlich in diesem Moment schon geschrieben. Also das ist sozusagen nicht irgendwie lazy, sondern mit diesem Publish Many wird tatsächlich das Schreiben in den Event Store ausgelöst. So.
Und jetzt ist es so, dass der Event Store, der hat quasi, da kann man Listener registrieren in, über Konfiguration. Gucken, genau, wo wir das hier haben. Achso, genau. Genau, und zum Beispiel, man kann halt sagen, also das ist jetzt hier unser Event Store, die Konfiguration des Event Stores, wo halt auch gesagt ist, hier, wir wollen Doktrin verwenden. Wie heißt die Tabelle, wo das gespeichert wird? Und hier werden quasi auch die Listener registriert. Da kann man auch so Wildcards angeben quasi und sagen, alle Listener hier drin möchte ich registrieren. Und über den Weg wird jetzt beispielsweise in dem Doctrine-Adapter wird halt hier gesagt, ich möchte sozusagen diese Listener registrieren. So, jetzt müssen wir mal auf die Seite gehen. So, und ein Listener ist quasi, jetzt müssen wir mal gucken, das ist ein Interface, das Ding nennt sich Event Listener Interface. So, das ist quasi der, das ist sozusagen, alle, also alles, was mit Event Listener Interface markiert ist, bekommt quasi diese Events erstmal ganz, ganz grundlegend dran. Und es gibt sozusagen einen speziellen Event Listener, das ist ein Projector und der Projector hat noch eine weitere Eigenschaft, der kann nämlich zurückgesetzt werden. Ne? Also ein Event Listener könnte quasi auch eine Mail verschicken beispielsweise und das kannst du halt nicht zurücksetzen. Ein Projector dagegen kannst du halt zurücksetzen, weil du sagen kannst, naja, der hat sozusagen keine Seiteneffekte außerhalb des Systems. Ne? Deshalb kannst du jederzeit hingehen und sagen, nee, ich will den quasi nochmal zurücksetzen. Und genau, wir haben jetzt hier noch so ein paar Schichten außenrum, die können wir später noch so ein bisschen mit zeigen, die will ich jetzt eigentlich mal noch nicht ganz zeigen, das sind so Optimierungen. Und der eigentliche Graph-Projector, genau, wie sieht der aus? Die Reset-Methode, die ist relativ einfach, die truncated quasi einfach die Datenbanktabellen, die sie betrifft sozusagen, ganz relativ simpel, da wird sozusagen alles gelöscht. Und dann hat der Projector solche When-Methoden, also When und dann Name des Events sozusagen. Also sprich, es muss also bei uns ein When-Node-Properties-Where-Set geben und diese When-Methode wird quasi aufgerufen. Also das ist sozusagen das, was hier passiert. Ja, und hier kriege ich das Event rein und dann kann ich machen, was ich will. In unserem Fall möchten wir halt jetzt in einer Datenbanktransaktion eine bestimmte Schreiboperation machen. Und ich denke, das wird man jetzt gleich mal ein bisschen detaillierter noch machen, aber genau, da wird sozusagen das eigentliche Schreiben gemacht. Wichtig ist, dieser Projektor, der wird komplett asynchron getriggert, also sprich, wir haben sozusagen, es wird sozusagen kein, es gibt quasi keinen expliziten, also es passiert nicht sofort im selben Request, sondern das passiert quasi in dem Hintergrund und man, im Hintergrund und man könnte da auch eine Jobqueue beispielsweise dazwischen hängen, der diese Sachen halt abarbeitet. Diese Asynchronität ist halt auch wichtig zum Skalieren später. Deshalb ist das sozusagen so gemacht. Ja. So, genau. Hast du soweit schon mal Fragen? Weil ich glaube, das ist schon mal so ein guter Überblickspunkt erstmal. Genau. Achso, genau. Ich hatte nochmal die Frage, aber das hat sich schon beantwortet, was der Command-Handler genau ist. Und jetzt bei dem Projector und der Asynchronität. Also du hast jetzt gerade gesagt, das könnte man dann in Event Queue machen. Wie ist es denn aktuell implementiert? Ja, genau. Also aktuell ist es so, dass es quasi eine also das ist jetzt ein Implementierungsdetail sozusagen von dem Event Sourcing Package. Also genau, es gibt ein Package quasi neos.eventsourcing, da ist es. Das ist also nicht Teil von diesem Content Repository Teil, sondern es ist ein generisches Package. Mhm. Und das bietet diese Infrastruktur zum Handling von Events und diesem, also sozusagen dieses und Commands und Event Sourcing allgemein. Mhm. Und da ist es so, dass quasi dort die Logik drinsteckt, dass das System guckt, aha, jetzt habe ich ein Event eines gewissen Typs emittiert. Jetzt kann das System, weiß ja dann quasi, welche Event-Listener müssen aufgerufen werden oder welche Projektoren anhand der When-Methoden quasi. Ne? Und dann kann quasi der, dann kann quasi das Event-Sourcing-Package hingehen und dann dieses eine Ding neu triggern. Und das funktioniert über sozusagen Flowpack Job Queue stand jetzt, also das ist sozusagen die Flow-basierte Job Queue Abstraktion und da gibt es eine Basisimplementierung, die quasi Hintergrund ist, also CLI-Kommandos auslöst quasi, also das ist momentan ist das auch standardmäßig so konfiguriert, das ist diese Fake Queue
die sorgt quasi dafür, dass man, wenn ich jetzt sozusagen so einen Hintergrundprozess mache, dann folgt quasi mein PHP-Prozess noch diesen PHP-Hintergrundprozess, also mein Webprozess folgt quasi diesen Hintergrundprozess und der macht das dann quasi in einem extra Schritt sozusagen und das ist sozusagen nur, um einfach anfangen zu können, ohne jetzt eine Job-Queue zu benötigen. Ich sage jetzt mal, bei größeren Installationen würde man vermutlich da direkt eine Job-Queue reinhängen. Ne? Also das ist, Das ist genau. Quasi an der Stelle. Also quasi wird ein Prozess geforkt und wird der einfach in den Hintergrund geschickt oder wird der auch noch gemonitort? Nee, wird wahrscheinlich einfach. Der wird in den Hintergrund geschickt in dem Fall, genau. Also ich sag mal, wir haben schon noch eine Rückrichtung sozusagen, weil wir müssen ja noch, also ne, die UI muss sozusagen warten, bis bestimmte Operationen abgeschlossen sind, aber dieses Blocking würde ich mal nochmal nach hinten schieben, weil das ist nochmal so ein Spezialthema. Das, ich sag mal, das können wir, denke ich, mal entweder heute noch oder im nächsten Mal oder so dann nochmal anreißen. Das sind dann jetzt eher so diese spezifischen Sachen, wie man es dann zusammenbaut, genau. Aber das sorgt quasi dafür, dass ein neuer Hintergrundprozess gestartet wird, der halt dann die Aufgabe bekommt, eine bestimmte Projektion, also Catch-up von einer bestimmten Projektion zu machen. Ne? Und Catch-up heißt ja quasi wieder auf den aktuellen Stand die Projektion fahren, also auf den letztmöglichen Stand zu fahren. Das heißt, was da quasi passiert ist, da wird sozusagen dann geguckt in dieser einen Tabelle, die wir letztes Mal auch schon hatten. Ich sie finde. Hier, genau, da wird quasi dann festgestellt, aha, der Graph-Projektor, der ist irgendwie bei 4429 und jetzt habe ich das 4430er-Event drin und dann wird quasi gesagt, hier, Graph-Projektor, aktualisiere dich mal auf den letzten Stand und dann wird in dem Zuge auch das hier hochgezählt quasi. Genau, jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das jetzt also, wenn ein Event stattfindet, dann passiert die Projektion quasi als Event-Listener und dieser Event-Listener geht dann nicht quasi einfach den Event-Store durch, sondern schaut sich wirklich exakt, also hat quasi Implementierung für jedes einzelne Event schon und macht dann für jedes einzelne Event, sage ich jetzt mal, eine optimierte Projektion. Naja, also ich sag mal, ne, die Projektion, also ich glaube, was wahrscheinlich nochmal hilfreich ist, ist nochmal das Wording auf der Projektionsseite sozusagen nochmal klarer zu ziehen, weil ich glaube, da ist noch so eine gewisse Unschärfe und also auch wenn wir drüber reden, also im Core-Team sozusagen ist eine gewisse Unschärfe. Ich nehme mal vielleicht diese Projektion aus dem, also fürs Routing, weil die ist sehr übersichtlich und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel zum Anfang erstmal. Da sieht man die Einzelteile ganz gut. So, Event Source Routing, so Projection, genau. So, also was ist hier drin? Die Projektion besteht aus, also das gesamte Ding nennt sich Projektion und das hat eigentlich immer zwei Teile. Das eine ist der sogenannte Projector, das ist also die Klasse, die im Hintergrund diesen asynchrone Aktualisierung übernimmt sozusagen, ne, die sozusagen die Schreiboperation macht und das andere ist dann der Finder. Der Finder ist im Prinzip wie ein Repository, nur halt aber ohne Schreibmethoden logischerweise, sondern da kannst du quasi halt nur lesend auf das System zugreifen. Ne, das ist aber ansonsten, das sind also, daher hast du also Get-Methoden oder, da ist Helmut rausgeflogen, muss man mal kurz ein Momentchen warten und dann wird er gleich wieder da sein. Hoffe ich. Genau, ihr könnt auch gerne, ne, wenn ihr Fragen habt für unsere Sessions, dann schreibt uns gerne. Dann können wir die bei den nächsten Sessions jeweils mit beantworten. Ja, wenn irgendwas unklar ist oder was genauer erklärt werden soll, dann bitte unbedingt Bescheid geben. Da ist er. Sehr gerne, wieder. Genau. Sorry, alles gut. Wir waren stehen geblieben, genau, also wie gesagt, wir haben also die Projektion ist das ganze Ding, ne, und dann haben wir quasi den Finder als der eine Seite, die lesende Seite, die von oben sozusagen, die Außen-API und der Projector ist das interne Ding sozusagen, ne, und du könntest jetzt theoretisch im Projector einfach ganz sozusagen brachial immer sagen, ich nehme einfach jedes Event und dann entscheide ich selber, muss ich denn gecallt werden oder nicht sozusagen, ne, aber aus Performance-Gründen ist es natürlich sinnvoll, nur Projektoren zu callen, die auch wirklich eine Arbeit mit einem Event haben sozusagen, ne, und das kannst du halt hier genau machen über diese When-Methoden quasi, ne, also hier haben wir jetzt genauso, das ist zum Beispiel so ein einfaches Beispiel, ne, wenn Root Workspace was created, ne, dann fügt es halt direkt zu einem Insert Statement durch das DB, also durch Datenbank-Abstraktion zum Beispiel. Ne? Und Node Properties
Reset. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Wir haben eine, es gibt quasi eine Node-Property, die fürs Routing relevant wird. Das ist nämlich das URI-Pfad-Segment sozusagen. Das ist auch eine ganz simple Eigenschaft quasi. Na, und hier wird quasi auch gemacht, okay, wenn wir interessieren uns nur für Live-Inhalte, weil nur da brauchen wir Routing, das ist der erste Check. Na, und dann wird quasi gesagt, hier wird hier gerade das URI-Path-Segment geändert. Oder, also Target-Mode und Target kann auch noch sein, weil das ist für Shortcuts wichtig. Also das sind quasi die drei Eigenschaften, auf die gelauscht wird. Ansonsten wird gesagt, nö, wir sind ja eigentlich fertig. Ne? Und jetzt wird hier quasi die Logik gemacht, die verwendet wird, um das URI-Pfad-Segment zu aktualisieren. Und am Ende des Tages wird halt einfach eine sozusagen handgeschriebene SQL-Query ausgelöst, die halt dann dieses Updaten dieses URI-Pfad-Segments halt macht. Ne? So als Beispiel. Und der Projektor, der wird sozusagen einzeln aufgerufen für, ne, auch wenn er jetzt zum Beispiel 10 Events nachholen muss, dann wird er quasi einzeln für alle 10 Events nacheinander aufgerufen sozusagen. Ne? Das ist sozusagen wirklich Step by Step passiert das halt. Und das hat aber den Vorteil, wir können also quasi auch jederzeit den Projektor, die Projektion, die Datenbank wegschmeißen und halt aus dem Event Store sagen Replay und dann wird quasi einfach Schritt für Schritt jedes Event einzeln wieder neu durchgespielt. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, habe ich jetzt die Frage schon geantwortet oder war das jetzt eher so ein Sidetrack? Nein, genau. Also es war ja keine echte Frage, sondern war quasi versucht, das aus meinem Verständnis heraus nochmal zu wiederholen. Also es ist für mich jetzt, ist schon klar geworden, genau, für mich die Erkenntnis war, dass es quasi, es passiert asynchron, aber es passiert trotzdem mehr oder weniger synchron, weil der Prozess ja quasi sofort gestartet wird. Genau, Was für mich halt quasi eine neue Erkenntnis war, dass jedes Event, was passiert, oder sagen wir mal, jedes Event, was passiert ist, löst quasi sofort über die Listener, also die Projektionen sind Listener, das war für mich, glaube ich, die Erkenntnis, also die Verknüpfung, dass die Projections Listener sind und dadurch mehr oder weniger direkt dann auf die jeweiligen spezifischen Events dann reagieren können. Eine Frage, die mir jetzt bei deiner zweiten Erklärung dann nochmal eingefallen ist, das bedeutet also, dass bei diesem Listener, also im Prozess des Listeners, findet keine weitere Validierung statt, ob wir immer noch an der richtigen Stelle sind in der Sequenz, im Sinne von jeder Projektor speichert ja dann für sich ab, an welcher Stelle er sich befindet, beziehungsweise wie heißt das, Event-Store-ID, wie heißt die nochmal? Die Sequenznummer, genau. Die Sequenznummer, Sequenz-ID, genau. Das findet dann nicht statt, sondern da wird dann einfach davon ausgegangen, dass die Reihenfolge, in der es gecallt wird, dann auch die richtige Reihenfolge ist. Also da gibt es keine... Nicht ganz. Ja. Also es ist eher so, es ist schon so, dass das ist sozusagen das Detail, was jetzt dieses Neos Event Sourcing Package macht. Also wenn du jetzt in einem Request, in einem PHP-Request beispielsweise 5 Events triggerst oder schreibst, dann werden nicht 5 PHP-Prozesse geforkt, sondern da wird quasi einmal am Ende gesagt, am Ende des Requests gesagt, wir müssen einmal einen Catch-up machen. Ne? Und das ist auch die einzige, also da steht wirklich nur drin, Catch-up für diesen Projektor sozusagen. Ne? Und der Projektor guckt dann selber, was muss ich denn noch lesen? Und dann findet er, es gibt 5 neue Events. Vielleicht sind es bis dahin aber auch 6 neue Events, weil es kann ja sein, dass schon der Nächste was reingeschrieben hat über den nächsten Request beispielsweise. Ne? Und dann ist sozusagen dessen Job, diese abzuspulen sozusagen. Ne? Aber es ist, also da gibt es sozusagen keine, also ich sag mal, wenn es keine Implementierungsfehler gibt, sagen wir es mal so, dann sollte da quasi keinerlei Lücke existieren oder ne, sondern da können wir wirklich garantieren, jedes Event kommt exakt in der richtigen Reihenfolge und auch du kriegst auch genau die Events, für die du dich interessierst sozusagen. Also das können wir sozusagen damit schon garantieren. Ja. Und was halt wichtig ist, glaube ich, ist genau dieses, was du schon gesagt hast, ne, dieses, es ist quasi sofort, aber halt nicht ganz sofort. Ne? Also wir haben natürlich immer wir wollen natürlich immer diese Illusion, sage ich jetzt mal, aufrechterhalten von das System verhält sich quasi sofort synchron. Aber das ist halt, also technisch ist es eigentlich nicht ganz korrekt, ne? Sondern technisch gibt es natürlich diesen Zeitpunkt zwischen, das ist im Event Store angekommen und es dauert halt vielleicht eine halbe Sekunde oder
100 Millisekunden oder Zeit X, bis halt der Projektor up-to-date ist quasi. Ne? Also genau. Genau, das wäre halt so eine Geschichte, wie sich es verhält bei Bulk-Operationen, falls sowas von der UI aus Genau, sozusagen. Also wenn ich jetzt, fällt dir eine konkrete ein, oder? Also eine konkrete jetzt in einem Neos-Backend weiß ich nicht. Das wäre jetzt sowas wie, ich wähle 50 Datensätze aus und sage bei allen, sie sollen versteckt sein oder so. Ja, ja. Also genau, also es kommt ein bisschen auf an, ne, was wir quasi, also das wird ja nur dann zum Problem, wenn sozusagen diese Datensätze in sich irgendwelche Abhängigkeiten haben sozusagen. Ne? Also jetzt zum Beispiel 50 Datensätze verstecken, das kannst du ja ohne Probleme, also da können ja sozusagen auf einen Schlag die 50 hier verstecke das Events geschrieben werden beispielsweise, ne? Und die werden sich ja nicht in die Quere kommen. Ne? Also es wäre, wo es schwieriger wäre, nee, wenn du jetzt sozusagen, eine Löschung hättest und dann, weiß nicht, willst du noch unten drunter noch was anpassen oder so, ne? Also das macht halt wenig Sinn, weil wenn das weg ist, ist es weg. Also ich überlege gerade, also wir haben so ein paar Szenarien, so, also Copy-Paste ist so ein Beispiel, weil ne, mit Copy-Paste, dann kopierst du ja quasi einen großen Teil des Node-Baums beispielsweise und wo sozusagen viele Commands und viele Events bei rauskommen. Aber da ist es halt auch so, wir wissen ja, dass der Baum sozusagen in sich schon konsistent war, den wir kopieren. Und damit müssen wir sozusagen nur auf der Top-Level-Ebene die Validierung machen. Also wir müssen quasi gucken, ist der Einhängepunkt, denn existiert der und ist der richtig sozusagen? Ne? Und dann können wir einfach für die unteren Nodes quasi einfach die Events 1:1 schreiben, weil wir wissen ja, dass das zu einem gültigen Zustand führen wird sozusagen. Ne? Also das ist, da muss man manchmal so ein bisschen, sag ich mal, um die Ecke denken, aber oder halt sagen, okay, wir gehen von aus, dass wir schon einen gültigen Zustand haben, ne? Und der darf sozusagen nicht ungültig werden. Also und dann kann man sagen, dann erhalten wir das sozusagen, diesen Zustand. Ja. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel mit dem Kopieren eines Seitenbaums. Ist das jetzt ein Command, also kopiere, oder also eines Graphs, also kopiere den Graph von hier nach da? Genau, also es ist quasi ein Command, aber eine Menge von Events, die dann rauskommen. Das ist ein schönes Beispiel für, wo halt nicht so eine 1:1-Beziehung da ist zwischen Command und Event, ne? Weil sozusagen wir halt, also das Command sagt halt Copy, ne? Und das Event sagt halt Create, also Created in dem Fall, ne? Also Events sind bei uns immer in Vergangenheitsform geschrieben sozusagen, aber genau, aber sozusagen, ne? Das ist aber eigentlich das Schöne, aus Sicht des Projektors ist es quasi völlig irrelevant, ob das halt ein Copy war oder ein Create, ne? Für den ist das halt komplett das Gleiche, also das ist halt der Witz dabei, dass wir sozusagen damit eine, also das ist halt keine exakte Wissenschaft, ne? Aber das ist halt schon sinnvoll, wenn man, also am Ende hat man halt nicht für jedes Kommando auch das passende Event, weil das halt auch, weil man damit halt auch total sinnvoll Arbeit wieder, also vermeiden kann sozusagen, ne? Und das ist aber schwer zu, also es ist relativ schwer zu beschreiben, warum existiert das jetzt exakt als Command und das als Event sozusagen. Ja, ne? Genau. Das ist dann so das Design sozusagen, Genau. Also man könnte sich ja auch, also wenn man einfach nur Commands oder Events hat, dann könnte man ja sagen, ich habe immer 1:1 und ich habe ein Copy-Command und das ist dann ein Copy-Event. Genau, aber dann wird genau hinten raus die Implementierung einfach komplexer und wahrscheinlich kommen dann die Duplizierungen da, die man nicht haben will. Genau, ne? Und ich meine, das ist halt so ein bisschen, das ist halt so, was da halt hilfreich war, aber so ein bisschen wirklich die Erfahrung quasi schon mal, also sozusagen mit dem Content Repository V1, also das, was gerade produktiv ist, ne, was halt nicht event-sourced ist, weil man damit halt die Domäne relativ gut verstanden hat und relativ gut erkannt hat sozusagen, ne, und das hat uns halt massiv geholfen. Ich glaube, wir wären sonst noch nicht in der Lage gewesen, das System so zu designen, wie es jetzt gerade ist. Genau, so, genau. Und ich will jetzt mal auf den, hast du noch eine Frage? Sonst genau, nur eine kurze Frage, ob wir jetzt an der Stelle weitermachen wollen, oder ob wir jetzt noch eine kleine Abzweigung machen wollen in Richtung Fehlerbehandlung. Das fände ich persönlich spannend. Aber wir können auch erstmal quasi das komplett durchgehen.
Ja, ich schreibe es mal auf die Liste. Also ich habe jetzt genau, ich habe jetzt sozusagen schon mal Blocking und Error Handling für die Liste. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher was fürs nächste Mal dann. Ich würde Aber jetzt, so, genau, ja. ich glaube, es wäre sinnvoll jetzt, ich würde nochmal auf den Graph-Projektor, da wollten wir eigentlich hin, ne? Und der Ja, ist in sich schon ein genau. bisschen tricky, deshalb ist der quasi, sage ich mal, interessant. Genau, also was wollten wir, genau, was wollten wir sozusagen produzieren? Wir wollten sozusagen eine Möglichkeit schaffen, möglichst, also sozusagen verschiedenartige Branches von unseren Daten zu haben, aber mit möglichst wenig Kopieroperationen sozusagen, ne? Und wir wollten irgendeine Datenstruktur schaffen, die sozusagen möglichst, die möglichst viele Operationen möglichst gut unterstützt. Das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber mal ein Beispiel. Also das aktuelle Neos hat als Node-Struktur, also das alte sozusagen, das aktuelle Release, da sieht die Node-Tabelle so aus. Warte mal, Neos. Wo ist denn Neos Content? Da, Node-Data. So, ne? Und da hast du quasi absolute Pfade drin für die verschiedenen Nodes quasi. Ne? Und das ist eigentlich, also das ist gar nicht so eine schlechte Struktur, muss man sagen. Die hat bloß einen großen Nachteil und das ist, wenn du verschiebst. Ne? Sobald du eine Node verschiebst oder umbenennst, dann musst du quasi auch alle möglichen Nodes unten drunter anfassen. Also die ist da halt massiv nachteilig für diesen spezifischen Use Case. Und wir wollten halt, und das ist auch ein Problem, was man in der Praxis hat. Ne? Wenn ich einen großen Seitenbaum verschiebe, dann habe ich, also kann das sein, dass es sehr lange dauert oder dass das Neos-Backend mit einem Timeout irgendwann einfriert oder sowas. Also ist relativ unschön. Ne? Und das war zum Beispiel so ein Case, den wollten wir halt mitfixen und mitbehandeln. Aber an irgendeiner Stelle bezahlt man natürlich den Preis. Also und ne, die Kunst war jetzt sozusagen, diesen Preis möglichst gering zu halten. Also diesen, ich sage jetzt mal Preis im Sinne von, was, ne, was zahlt man an Trade-off. Und Zeit, ja, genau. Die Datenstruktur, wo wir rausgekommen sind, ist im Prinzip so eine Graph-Datenstruktur mit Copy-on-Write. Das heißt, wir haben auch da Nodes. Ich schreibe da jetzt mal Node in Anführungszeichen, weil das ist, und wir haben Edge sozusagen, und wir haben Edges, also eine Edge ist sozusagen ja, eine Kante, die hier in diesen Knoten reingeht. Und was wir quasi gemacht haben, ist, wir haben sehr genau überlegt, welche Informationen stehen wo drin. Also als Beispiel, was an der Edge dran steht, ist erstmal ist sozusagen der Content Stream. Also sprich, ich schreibe da jetzt mal hin live. Das ist zwar nicht exakt live, sondern New UID, aber so für die Vorstellung kann man sagen, ne? Das ist sozusagen da steht jetzt live dran. Und an dem Node, da steht im Wesentlichen dran, also der hat eine UUID, also die Node, also das ist der Node Aggregate Identifier, das ist also sozusagen UUID, das ist also der Identifier dieses Nodes quasi. Und dann hat er halt die Properties, also die eigentlichen Eigenschaften, die wir halt jetzt schon gesehen haben. Und auch der Node-Type zum Beispiel, der ist hier auch drin. Und das sind jetzt zwei getrennte Datenbanktabellen. So, und jetzt, wenn wir jetzt quasi forken, also wenn wir abzweigen und sagen, wir möchten für den User Helmut beispielsweise einen neuen Node, also eine Kopie unserer Datenbank machen sozusagen. Was dann passiert ist, da wird einfach eine neue Kante gezogen, und zwar diese Kante hier, wo quasi gesagt wird, Content Stream Helmut, wieder in Anführungszeichen, ne, weil es ist eigentlich eine UUID, aber so. Und jetzt kannst du quasi, also ich stelle mir das immer so vor, wie ich habe halt hier, keine Ahnung, ich habe quasi grüne Kanten und ich habe rote Kanten. Und jetzt kann ich sozusagen, wenn ich in live bin, dann betrachte ich sozusagen nur die roten Kanten, und wenn ich in grün bin, nur die grünen sozusagen. Ne? Also das ist so das Grundprinzip. So, und was jetzt passiert ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in Helmut ändere ich jetzt also genau, ich kann jetzt mal ein Beispiel machen. Ich mache jetzt mal einen Kindknoten quasi. Dann würde ich auch nochmal einzeichnen hier, das Beispiel ein bisschen vollständiger wird. So, also brauchen wir nochmal einen roten und nochmal einen grünen. So, was jetzt passiert ist, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt diesen Node ändern beispielsweise, dann machen wir dieses sogenannte Copy-on-Write. Das heißt, wir kopieren diesen Knoten. Ich schreibe hier hin, Properties changed. Wir biegen diesen einen Pfeil um, und wir biegen alle diesen grünen Kindknotenpfeil um entsprechend. Also sozusagen, wir stellen sozusagen diesen Zustand her entsprechend. Ja, und das hat halt den Vorteil, dass wir sozusagen auch zum Beispiel für alle Kinder, die hier unten drunter hängen, nichts mehr machen müssen. Also die sind sozusagen trotzdem einfach da. Und damit das funktioniert, muss hier noch ein bisschen mehr drin stehen. Also es steht der Content Stream drin, hier steht auch noch das Node-Pfad-Segment drin.
Also sprich, ne, wenn ich jetzt, wenn ich sozusagen diesen Pfad habe, manchmal ist es ja wichtig, da will ich sagen, also Standardfall in Neos, wo man sowas braucht, ist, wenn ich zum Beispiel eine Content Collection habe, die heißt halt Main zum Beispiel und die wird über diesen Namen auch entsprechend adressiert. In anderen Fällen ist es mir egal, da spielt der Name quasi keine Rolle, aber immer wenn ich sozusagen bewusst sage, hier möchte ich einen Topf für links und einen Topf für rechts, also einen Topf für Main und einen Topf für Sidebar beispielsweise anlegen, da wird es halt relevant. Und diese Grundidee ist eigentlich genau, dass dieses Copy-on-Write halt stattfinden kann. Und damit haben wir so eine ganz interessante Situation, dass sozusagen dieser Graph-Projektor, also ne, der muss halt eine Datenstruktur haben, der sozusagen alle Graphen auf einmal in sich konsistent verändert sozusagen. Also der ist halt nicht nur verantwortlich für Live, sondern der ist halt gleichzeitig verantwortlich für Live und für Helmut beispielsweise. Ne? Was jetzt halt passiert, wenn wir wieder neues Fork beispielsweise machen müssen, ist, wir kopieren halt wirklich alle diese Kanten sozusagen, ne, und machen jetzt halt zum Beispiel aus allen Kanten, die jetzt live ist, machen wir jetzt hier noch Content Stream Sebastian dran und der kriegen halt eine neue Farbe damit, ne, durch diese neue, jetzt so beispielsweise. Ne, und das Schöne ist, dieses Kopieren, das ist halt datenbankmäßig teuer, aber es ist halt für uns erstmal sehr einfach zu schreiben, weil das ist ein Select-Statement, das kann die Datenbank halt selber machen sozusagen. Du machst halt ein Select sozusagen, wo du sagst, alles, was alle Kanten, die jetzt rot sind, werden nochmal kopiert und es ist quasi eine Query und die aber dann halt in sich etwas aufwendiger ist sozusagen in der Durchführung. Und jetzt haben wir noch keine, also es gibt noch einen Kniff sozusagen, den man noch kennen muss und zwar, wir haben ja jetzt noch nicht über Mehrsprachigkeit geredet. Das heißt, das spielt auch noch eine Rolle. Also hier steht nicht nur der Content Stream dran, sondern auch noch der Dimension Space Point, also sprich zum Beispiel Language EN beispielsweise. Das heißt, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wie sozusagen, dass diese, also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, alles, was jetzt feste Striche sind, ist zum Beispiel Language EN und wenn ich jetzt zusätzlich noch Language.de hätte, dann wäre das quasi, dann wäre das quasi noch ein gestrichelter Strich. Ich kann es mal probieren, ob ich das hier darstellen kann. Ne, also dann habe ich sozusagen, die gestrichelte Eigenschaft ist sozusagen dann die Sprache und die Farbe ist dann die, ist sozusagen, zu welchem Content Stream gehört das. Ja, und die um sozusagen einen Node korrekt zu identifizieren, brauche ich quasi drei Dinge. Ich brauche den Content Stream, ich brauche den Dimension Space Point und ich brauche den Node Aggregate Identifier sozusagen. Ne? Und was wir quasi immer machen, ist, wir joinen quasi immer die Edge und den Node zusammen und dann können wir quasi diese Frage sinnvoll stellen. So, ne? Das ist so das Grundprinzip. Beim Lesen, genau. Beim Lesen und auch beim Schreiben, wenn wir halt das updaten, ne? Also weil da müssen wir auch manchmal sozusagen wissen, welchen Node nehmen wir jetzt zum Beispiel. Ach so, ja. Ja, klar. Ne? Und jetzt ist sozusagen noch ein Detail, damit wir dieses updaten können, und ich glaube, dann haben wir alle wichtigen Begriffe auch, damit wir das joinen können, müssen wir quasi irgendwie zwischen diesem Node und diesem Node unterscheiden können, die ja eigentlich sozusagen dieselbe UUID haben, ne? Also, und deshalb gibt es quasi, also dieser Punkt, wo sozusagen der Join passiert, das ist der, den nennen wir quasi, also, das ist blöd, oder was? Den nennen wir quasi, genau, Relation Anchor Point. Der ist aber das Coole daran ist, das ist sozusagen ein reines Konzept der Projektion. Also das heißt, das taucht in keinem Event auf, weil das sozusagen nur halt, ne, das ist sozusagen nur notwendig für die datenbankbasierte Projektion. Wenn wir jetzt halt irgendwann vielleicht eine Graph-Projektion, also Neo4j, also eine echte Graph-Datenbank hätten beispielsweise, dann bräuchten wir das nicht, weil die kann ja ganz nativ sozusagen Nodes und Edges miteinander verknüpfen beispielsweise. Ne? Genau, und jetzt haben wir, glaube ich, alle Begriffe, die wir brauchen. Also ne, wenn wir jetzt mal in so eine Datenbanktabelle reinzugucken, ne, wir haben jetzt also die Hauptprojektion, genau, Moment, wo ist sie? Neos. Ich bin gerade blind. Hier Content Graph, da haben wir es, genau. Node und Hierarchy Relation ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Node ist sozusagen diese, sind die Boxen quasi, also wo wir hier Properties, Node Type, den Identifier und den Relation Anchor Point. Das ist sozusagen der interne Identifier quasi, ne? Den wir hier mitführen sozusagen.
Das ist sozusagen dieser Knubbel zum Anfassen. Und dann haben wir die Hierarchy Relation. Da steht quasi drin Content Stream Identifier, Dimension Space Point und dann halt quasi Parent und Child Node Anchor, also quasi von wo nach wo gehen diese, also von wo nach wo gehen diese Pfeile sozusagen. Ja, das ist quasi das. Und genau, und dann ist noch, also so, und dann ist noch ein Detail drin, es ist noch die Position drin, weil wir müssen noch eine Reihenfolge beachten natürlich, weil es kann ja, also ne, manchmal ist es wichtig, ja, in welcher Reihenfolge mein Content kommt. Und der Vollständigkeit halber, immer wenn wir den Dimension Space Point abspeichern, speichern wir den auch noch standardisiert in einer gehashten Form ab und dann joinen wir quasi immer mit dem Hash, weil das Hashen, also über den Hash suchen einfach sehr viel effizienter geht als über dieses JSON quasi. Das ist also eine reine Optimierungsfrage. So, und jetzt können wir, glaube ich, mal dieses Set Node Properties, also oder Node Properties via Set mal nachverfolgen. So, und genau, was passiert hier? Das ist quasi, gibt es eine Funktion, die heißt hier Update Node with Copy on Write, ne? Und was die quasi macht, ist, sie sucht sich diesen Anchor Point raus, also sie queried quasi ihr, also es per Datenbank das eigene Model und findet quasi diesen Knubbelpunkt hier raus für den Node, den wir gerade anfassen müssen. Und dann wird quasi, gibt es so eine Logik, die quasi guckt, wie viele eingehende Kanten hat dieser Knoten sozusagen? Also hab ich jetzt wie in dem Fall hier rechts, Content Stream Helmut, dann habe ich nur eine eingehende Kante, da kann ich quasi dieses Ding hier direkt verändern, so wie es halt ist. Wenn ich hier mehr als eine eingehende Kante habe, dann muss ich vorher Copy on Write machen sozusagen. Ne? Das ist die Unterscheidung, ob ich sozusagen das auf dem schnellen Weg machen kann oder ob ich halt erstmal vorher meine Node kopieren muss. Das ist quasi das, was hier passiert. Ne? Das zählen wir quasi und dann wissen wir, wir brauchen Copy on Write machen sozusagen. Oder wir müssen es nicht machen, machen wir erstmal den einfachen Fall, ne? Da holen wir uns sozusagen diesen Node, dann machen wir die Veränderung und dann gibt es wirklich dann hat der wirklich so eine Update-Funktion quasi. Und ne, das, was jetzt hier der Node ist, das ist vielleicht noch wichtig, das ist wirklich, also dieser Node-Record, das ist wirklich eine reine, sozusagen absolutes Implementierungsdetail dieser Daten, dieses Projektors quasi. Das ist also wirklich nur, um das Schreiben einfacher zu machen. Diese Klasse hat keinerlei, also die sieht man als außenstehender Nutzer quasi überhaupt nicht. Das ist eine reine interne Implementierung, die quasi eins zu eins die Datenbankstruktur halt abbildet sozusagen, also diese Node-Tabelle ganz konkret abbildet. Und wir haben halt genauso noch müsste auch genau die Hierarchy-Relation, ist genau dasselbe Prinzip, ne? Das ist sozusagen dann auch noch eine einzelne Tabelle, die eine einzelne Klasse, die halt uns hilft, mit dieser Hierarchy Relations zu ändern. Aber das ist halt alles, ich sage jetzt mal, sehr low-tech. Also im Sinne von, da passiert halt, es gibt halt kein ORM, es gibt keine Schichten dazwischen, keine Magie, sondern es ist halt im Wesentlichen, schreibt man halt wirklich ganz plain Datenbank-Queries halt hin, wie man sie halt will, sozusagen. Mhm. Und das macht das ganze System eigentlich auf der einen Seite sehr schnell, also sehr, sehr performant, weil du quasi wenig Schichten hast und auf der anderen Seite, also was ich so schön an dem ganzen System finde, ist, dass sozusagen das in sich natürlich schon irgendwie kompliziert ist, also das ist ein kompliziertes Themenumfeld, keine Frage, aber irgendwie, es läuft halt immer nach demselben Schema ab sozusagen und es gibt halt quasi keine Magie, es steht halt alles ganz explizit da und man kann halt wirklich sich so Schritt für Schritt halt durchbewegen. Genau. Und vielleicht noch, um das abzurunden, ne, wir hatten ja quasi gesagt, wie machen wir diese Kopie hier, ne, dieses Content-Stream-Kopieren, wenn ich sage, ich will jetzt hier Content-Stream-Sebastian haben. Mhm. Das ist quasi das ist eigentlich die einzige teure Operation bei uns im System. Also Content-Stream was forked, das ist diese Fork-Operation. Und die ist aber sozusagen, das ist im Wesentlichen eine SQL-Query, nämlich diese hier. Ne? Da sagen wir nämlich, wir selekten von der Hierarchy Relation, wo sozusagen der Quell-Content-Stream-Identifier ist, den wir halt forken wollen sozusagen. Ne? Das wird quasi direkt in das Insert-Into reingeschrieben. Also so, das macht die Datenbank halt selber sozusagen. Ne? Die liest quasi alles und erzeugt daraus neue Records. Und das Einzige, was sie halt macht, ist, sie setzt einen neuen Content-Stream-Identifier sozusagen für diese Objekte. Ne? Und ansonsten gehen quasi alle Eigenschaften einfach von vorne nach hinten durch. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, ne? Das ist sozusagen die ineffiziente Operation hier, die wir machen, aber der Vorteil ist halt, das ist halt zumindest mal nur in der Datenbank ineffizient und es macht jetzt nicht so ein übelst krasses Ping-Pong zwischen PHP-Code und Datenbank-Code beispielsweise, sondern ineffizient ist auch relativ, also wenn ich das mit 100.000 Einträgen mache, dann dauert das mal irgendwie eine halbe Sekunde oder so und wenn ich es mal mit 1 Million Einträgen mache, dann fängt es an langsamer zu werden. Ja, genau, also da
muss die Datenbank ein bisschen rödeln auf alle Fälle. Genau, das ist ein Punkt, wo die Datenbank ein bisschen rödeln muss. Genau, wir haben da auch so ein paar, wir sind gerade auch an da ein paar Performance-Optimierungen noch dran. Also Bernhard ganz spezifisch, der hat sich quasi dieses ganze Muster ausgedacht. Und ist sozusagen unser Mr. Projection, was das angeht. Mhm. Und zwar für Postgres werden wir noch eine Veränderung machen, quasi, weil Postgres ist quasi in der Lage, in einem Feld sozusagen mehrere Relationen zu supporten. Das kann quasi Arrays von Daten. Und das nutzen wir daraus, dass wir quasi, jetzt in dem Beispiel haben wir ja zwei ausgehende Kanten und das sind halt zwei Edge-Einträge quasi, ne? Und muss man das Beispiel mir nochmal überlegen, das haut jetzt nie so ganz hin. Also für Postgres, ich brauche mal ein Beispiel, was jetzt nur noch zum Beispiel in einer Dimension und einer Sprache ist. Also wir machen jetzt mal nur noch alles grün beispielsweise. So. Nehmen wir mal an, wir haben das Setup. Dann wäre das ja sozusagen ein Effekt, wo wir jetzt zwei Edges bräuchten in MySQL oder MariaDB. Und in Postgres ist das quasi, können wir das als ein Multivalued Field speichern, also was quasi dann, ich sag jetzt mal, so hier irgendwie aussieht. Ich stelle mir jetzt immer wie so ein Bündelkabel vor, ne? Es ist sozusagen ein Ding, wo es, also ein Stecker auf der einen Seite und so eine Menge Stecker an der anderen Seite. Und der Witz ist, das ist jetzt halt nur noch ein Record in der Datenbank, was halt heißt, dass wir sozusagen auch nur noch eine Kopieroperation dafür brauchen, ne? Und wenn du jetzt also eine Seite hast, die halt im Durchschnitt, ich sage jetzt mal, wenn ein Node im Durchschnitt 10 Kindknoten hat beispielsweise in einer normalen Neos-Seite, dann können wir damit halt mit dieser Idee halt sozusagen die Menge an Kopieroperationen, die die Datenbank machen muss, um Faktor 10 reduzieren. Und das ist halt ein sehr, sehr drastisches Thema, weshalb ich auch, also das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich vermute, dass wir in ein paar Jahren eigentlich, also dass sozusagen die für große Instanzen auf jeden Fall die Postgres-Welt die sein wird, welche wir empfehlen und welche wir auch langfristig sozusagen supporten werden. Also für diese High-Load, High-Scalability-Szenarien, sag ich mal. Ja. Also jetzt so quasi technisch unter der Haube, aber das würde das passen. Ja. Genau, ne? Also das ist so die aktuelle Überlegung und ich meine, Postgres hat dann noch ein paar andere coole Features, die man dann mitnutzen kann, wo man dann vielleicht keine Elasticsearch mehr braucht oder so, für viele Fälle zumindest. Und genau, und also das ist jetzt die Schreibseite und jetzt würde ich sagen, können wir nochmal zur Leseseite gehen, oder? Weil das ist ja sozusagen, was die Projektion komplettiert. Wenn du Lust hast. Mhm. Ja, auf alle Fälle. Genau, und zwar, das ist quasi, Moment, ich muss mal gucken, genau, der Einstiegspunkt ist quasi hier der sogenannte Content Graph. Der liegt jetzt interessanterweise, also beziehungsweise da gibt es ein Interface, das Interface liegt quasi im Event Source Content Repository, also im Core-Paket. Und jetzt kann sozusagen, also MySQL oder Postgres, die können dann Implementierungen dafür liefern. So, und der Content Graph ist sozusagen, das ist sozusagen das Einstiegsobjekt, also was sozusagen im Prinzip als Singleton existiert quasi. Also das gibt es nur einmal in der gesamten Instanz oder in der gesamten Zeit zumindest. Und jetzt hole ich mir, also das ist sozusagen das Ding, was noch alle Farben in unserem Bild halt entsprechend kann quasi. Also wenn wir wieder das Bild hier nehmen, was wir gerade hatten. Ja, ja. Dann, dann hole ich mir immer den Subgraph, das ist eigentlich der erste Schritt, also vom Content Graph zum Subgraph. Und der Subgraph ist quasi das in nur einer Farbe sozusagen, also wo ich dann sage, in dem Content Stream und dem Dimension Space Point, also nur noch die roten durchgezogenen Linien. Das heißt, es ist zwar technisch ein Subgraph, aber eigentlich ist es schon ein Baum de facto. Es ist nur deshalb ein Graph, weil der quasi mehrere Root-Einstiegspunkte haben könnte. Also das heißt, du könntest quasi zwei nebeneinander stehende Bäume machen, die sozusagen nichts miteinander zu tun haben. Das könntest du genauso damit modellieren beispielsweise. Genau, und das ist also der Subgraph und das ist eigentlich das Brot- und Butter-Interface. Also das ist eigentlich das Interface, mit dem du quasi ständig interagierst, wenn du was wissen willst. Ne? Und da kannst du jetzt halt sagen, gib mir Child-Nodes für einen Node, gib mir einen Parent-Node, gib mir einen Node mit einem Pfad oder gib mir die Siblings oder was haben wir noch?
Genau, oder ne, oder ich möchte sozusagen, also ne, das sind so die häufigsten Operationen, ne? Alle Kinder kriegen, ist so das Standardprozedere sozusagen, oder auch hoch in der Hierarchie gehen, zum Parent gehen. Und der Witz ist jetzt von der API her, diese Objekte, die arbeiten alle nur, oder diese API arbeitet immer nur mit Identifier-Objekten, also sprich, es geht da nie ein Node-Objekt rein, sondern immer nur ein Identifier für ein Node entsprechend, ne? Und was halt rauskommt, ist dann so ein entweder ein Nodes-Objekt oder ein Node-Objekt quasi. Also das ist sozusagen die lesende Seite. Also Nodes ist einfach nur eine Collection von diesen Node-Interface-Objekten. Und die hat, also, und auch das Interface ist sozusagen, das ist ein reiner Wrapper um die Daten quasi. Also das heißt, das hat keine, das hat keine, also das ist sozusagen ein reines DTO, das hat keine Connection mehr zu irgendeinem Content-Graphen oder Subgraphen oder irgendwas, das ist sozusagen wirklich ein rein losgelöstes DTO. Das ist auch immutable, man kann es nicht verändern, und dieser Node hat keine Traversierungsfunktion. Also wir hatten früher das mal, dass das sozusagen Traversierungsfunktionen noch enthalten hat, das hat aber diverse Probleme ausgelöst, aber jetzt ist es quasi so, dass der Node einfach nur wirklich, das ist so wirklich nur ein reiner Datencontainer, und wenn ich jetzt die Kindknoten von diesem Node haben will, dann muss ich halt wieder zum Subgraph gehen und muss sagen Find Child Nodes mit dem Node Aggregate Identifier von dem Node, den ich gerade in der Hand habe. So, und das Ganze wird jetzt quasi in dem, ne, im zum Beispiel Doctrine DWAL-Adapter gemacht. Und jetzt mal ein Beispiel für so eine Query, ne? Jetzt zum Beispiel jetzt Find Child Nodes, was müssen wir hier machen? Wir müssen jetzt hier quasi, wir suchen quasi, wir suchen Nodes am Ende des Tages. Und was wir quasi machen müssen, ist, wir müssen sozusagen von dem Parent-Node über eine Edge zu einem Child-Node hinspringen, sozusagen. Das ist ja die Operation, die wir quasi erreichen wollen. Und genau das wird hier auch gemacht. Also wir selecten auf einen Node, das ist P heißt Parent, das ist sozusagen der Parent-Node. Dann joinen wir den Relation-Anchor-Point des Parents mit dieser Hierarchy-Edge-Parent-Node-Anchor. Also das ist sozusagen dieser, ne, diese Bubble mit der ausgehenden Kante join, und dann wiederum ne, Child Node Anchor des Kindes mit dem, also genau, also den Child Node Anchor mit dem Relation Anchor Point des Kindes, so rum. Also sprich, das ist sozusagen der Bubble hier unten entsprechend. Und, ne, und jetzt können wir quasi jetzt, also das ist eigentlich das Muster, was wir halt ständig haben. Also dieser Join ist sozusagen so die Standardoperation des Traversierens erstmal grundsätzlich. Ne, und jetzt können wir halt sagen, und jetzt gibt es noch Zusatzeinschränkungen, ja, Node Aggregate Identifier des Parents ist halt der, den wir halt wollen. Und dann müssen wir halt noch die Edge einschränken und das wieder in Content, also ne, indem wir sagen, Content Stream Identifier der Kante ist jetzt der und der, und Dimension Space Point der Kante ist der und der. Und dann kriegen wir quasi Nodes entsprechend raus, und die werden jetzt einfach nur noch konvertiert und rausgegeben. So, und jetzt gibt es sozusagen, also das ist so das Grundprinzip, und jetzt gibt es noch so diverse Schichten sozusagen außenrum. Und zwar eine Schicht da, die es intern hier gibt, ist ein In-Memory-Cache. Also sprich, wenn du zweimal dieses Find-Child-Nodes aufrufen wirst, dann wird er nur einmal den Node entsprechend laden beispielsweise. Und das zweite Mal gibt es direkt einen, also wird es direkt aus PHP heraus beantworten können. Und da gibt es quasi eine Menge von verschiedenen Caches. Also die sind hier im Code. Also das ist auch wieder ein Implementierungsdetail, ne? Also wir haben zum Beispiel einen Cache, der gibt uns quasi alle Kinder für einen Parent-Node. Ne? Das ist ein Beispiel. Aber wir haben zum Beispiel einen anderen Cache, der gibt uns den gibst du nur noch einen Node-Identifier, und der gibt dir den Node, also das ist so ein Find-by-Identifier-Cache quasi als Beispiel. Ne? Und der hat halt zum Beispiel auch noch eine Extra-Funktion, der hat halt quasi noch eine Negativliste, also du kannst dem halt auch noch sagen, hier diese Nodes, die existieren übrigens nicht, und das wissen wir halt. Ja? Und diese Funktionalität sorgt halt dafür, dass quasi wir mit sehr wenig SQL-Queries auskommen im Großen und Ganzen, oder dass wir auch halt auch das extrem stark optimieren können. Ne? Also wir können halt, also wir haben zum Beispiel, also nochmal ein anderes Beispiel, wir haben eine Query, die kann uns, also normalerweise machen wir quasi immer nur so Einzelschritte, was ich gerade gezeigt habe, aber wir haben auch eine Find-Subtree-Query, und diese Find-Subtree-Query, die gibt uns quasi einen gesamten Teilbaum zurück. Also das ist also das, was wir brauchen, wenn wir sagen, wir brauchen viele Nodes auf einmal für ein Menü-Rendering beispielsweise, ne? Das ist so ein Standardfall dafür. Dann haben wir hier eine Query, und die ist groß, die will ich jetzt nie im Detail durchgehen, ne? Das ist eine rekursive Query quasi, die ist so eine Seite lang oder so, und aber auch relativ gut dokumentiert, zumindest
versuche ich das, versuchen wir das. Und jetzt kriegen wir mit dieser einen Query quasi einen gesamten Teilbaum zurück. Und was wir jetzt machen können, ist sozusagen mit diesem Ergebnis ganz viele andere Caches zu füllen quasi. Ja? Und wir haben zum Beispiel in Neos ist es ja häufig so, wenn ich eine Seite rendere, dann brauche ich tendenziell sozusagen, also da ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mal an allen Inhalten an meines Content Trees vorbeikomme beispielsweise, weil ich muss ja irgendwie, also sonst würde es nie existieren, wenn ich es nie auch irgendwie ausgeben würde beispielsweise. Ne? Und was wir zum Beispiel machen können, ist, wir können sagen, wir laden alle Content Nodes der Seite über dieses über diesen Subtree-Mechanismus, den ich gerade gezeigt habe. Und jetzt füllen wir damit den Cache und damit können dann die eigentlichen Leseroperationen sind quasi instant in memory und wir haben, ne, wir haben sozusagen nur noch ganz wenige Queries und also können da enorm viel drauf Einfluss nehmen, quasi auf diese ganze, wie viel Queries braucht was, wie aufwendig braucht was oder ist was, ne, und können solche Trade-offs halt ganz spezifisch einbauen. Und das ist halt ein sehr großer Vorteil im Vergleich zu früher. Ne? Also früher war es so, diese Node-Data-Tabelle, die wir gesehen haben, die war noch von einem ORM verwaltet, also von Doctrine ORM quasi. Und da hatten wir halt das Problem, dass diese, dass du halt ohne Probleme für ein Seitenrendering halt hunderte SQL-Queries hattest, ne? Weil dann halt, du hast halt einfach nur ein Get-Child-Nodes aufgerufen und das hat dann eine neue Query getriggert und, ne? Und das kannst du halt in keinster Form steuern und jetzt können wir das halt sehr, sehr fein, wie soll ich sagen, kombinieren und steuern und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich mächtig und ziemlich, ziemlich cool. Und es geht auch damit enorm schnell, dadurch, dass wir quasi nicht so, also dass wir eigentlich fast keine Abstraktionsschichten mehr haben, also wirklich einfach direkt das SQL halt schreiben. Ja. Genau. Das ist mal so der Quick Rundown, glaube ich, zur Projektion. Ich glaube jetzt immer, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ungefähr eine Stunde. Ganz gut durchgekommen. Ich will gerade noch was fehlt. Hast du jetzt erstmal noch Fragen zu dem, was wir jetzt gerade gemacht haben, gezeigt haben? Ich glaube so konkret nicht. Also ist natürlich so in der Geschwindigkeit jetzt nicht irgendwie alles super perfekt hängen geblieben, aber ich glaube, das kommt eh, wenn man sich das selber nochmal anschaut. Ja. Also das wäre jetzt quasi auch mein Plan, war eigentlich auch schon zu diesem Mal, aber habe ich jetzt nicht geschafft, dass ich mir genau dieses Projekt quasi mit dem Content, mit dem Event Source Content Repository mal installiere und dann selber mal experimentiere, in den Code schaue, was passiert, wenn ich halt, ne, also alles, was wir quasi hier nochmal gemacht haben, quasi nochmal nachvollziehen, damit sich das verfestigt. Ja. Genau. Genau, also was da vielleicht noch hilfreich ist, ich meine, du kennst es schon, aber ne, es gibt quasi diesen Slack-Channel Project CR Rewrite, also wo auch Leute gerne Fragen stellen können, wenn sie irgendwo hängen bleiben. Wir haben, genau, ich muss gucken, in dieser Content Repository Development Collection, da steht das hoffentlich, ich gucke gerade nochmal nach. Ich hoffe, hier steht drin, wie man es installiert. Wahrscheinlich nicht. Das steht, warte mal, das hatte ich mir rausgesucht, das ach, hier. In der Development Distribution. Hier ist der Link, genau. Also wir haben momentan zwei mögliche Setups. Das eine ist sozusagen hier die Development Distribution und da der Event Source Branch. Also genau, da ist im Prinzip nur dieser Branch, also diese Distribution, die enthält fast nichts sozusagen. Das Einzige, was da drin ist, ist sozusagen die Composer JSON, die korrekte, die halt das neue CR installiert sozusagen und hier noch so ein Patch-File, was wir brauchen. Und genau, das ist die eine, die wir haben. Das würde quasi die Demo-Site installieren. Das ist also eine Site mit weniger Content. Und die andere Site, mit der ich jetzt gerade viel experimentiere, ist quasi die Docs Neos.io Website. Und genau, und da gibt es auch einen Event-Source-Branch. Der funktioniert quasi nach demselben Prinzip. Da ist nur das Problem, dass man dafür im Zweifelsfall nochmal einen, also ich würde erstmal mit dem anderen starten, weil das einfach ein bisschen handlicher ist sozusagen, dass die Demo-Site, die enthält quasi weniger Inhalt. Genau, also sprich im Zweifelsfall lieber hier mit der Neos Development Distribution und dann hier Event Source Branch starten. Das ist tendenziell die einfachere Stelle, aber im Prinzip laufen die beide nach demselben Schema. Ne? Und genau, und hier ist halt auch ein Quickstart drin. Der halt funktionieren sollte, hoffentlich. Genau. Und wenn die einfach Bescheid sagen im Slack, dann. Genau.
Genau, also ich habe schon ein paar Fragen, aber das hatten wir ja quasi auch schon vertagt. Also jetzt Ja, aber so Henrik, Fehlerbehandlung, ich glaube, das wäre genau, das wäre tatsächlich nochmal ja. spannend. Ich hatte eben schon so nebenbei gesehen, irgendwas mit Interactional, also dass ihr quasi die Datenbank Schreiboperationen in der Interactional, nee, wie heißt Transaktion, meinst du? das? Ja, Transactional, genau, nicht Ja. Interactional. Genau, in der Transaktion macht. Genau, das beantwortet das quasi schon halb und das wir das nächstes Mal vielleicht dann irgendwie nochmal anschauen. Genau, und bei den ganzen Caches hatte ich mich jetzt ein bisschen gefragt, welchen Memory Footprint das dann hat, in welchen Fällen. Vielleicht kannst du darauf nochmal ganz kurz eingehen, Na klar, was du also da im so von Prinzip Erfahrung da sagst. Genau, im Prinzip ist es so, also diese Caches, die sind quasi halt nur, ne, also die sind reine In-Memory-Caches, also die sind quasi wirklich nur Ja, genau. in dem PHP-Prozess und tendenziell reduzieren die sogar den Memory-Footprint, weil die quasi nie, ne, also weil sonst hättest du immer das Problem, dass du, wenn du quasi zweimal ein Get-Child-Nodes fragst, dann, oder Find-Child-Nodes fragst, dann kriegst du zwei verschiedene Node-Objekte, obwohl die vom Inhalt her gleich sind sozusagen, ne? Und dieser Ah, also In-Memory-Cache, zweimal die Objekte im Speicher, ja, okay. genau, und der In-Memory-Cache sorgt halt dafür, dass es halt nur einmal da ist. Und ich meine, ne, die Objekte sind immutable, also das ist sozusagen, du solltest dich nie auf diese Gleichheit verlassen sozusagen, ne? Also das ist also eine der großen Änderungen verglichen mit dem ORM, wo man sich immer auf diese Gleichheit verlassen konnte. Und aber für uns ist es halt wirklich eine reine Optimierung, ne? Du solltest halt, wenn du wissen willst, sind die gleich, dann gibt es eine Equals-Methode, die kannst du fragen, aber halt solltest du es halt nicht anderweitig machen. Und man darf nie vergessen, dass sozusagen, also zumindest jetzt, wo wir herkommen, ne, weil es sozusagen, also jetzt Neos herkommt, ist ja quasi eine ORM-basierte Welt, wo du ja auch einen Haufen Tracking-Informationen quasi hast, ne, die du brauchst, um dann Objekte gezielt zu updaten. Und das sparen wir uns halt alles. Also das ist eigentlich das Schöne dran, dass sozusagen diese, also wie gesagt, es gibt noch so ein, zwei Kniffe, also was ich beim nächsten Mal, glaube ich, nochmal zeigen würde, wäre das Blocking, also, ne, also sozusagen, wie funktioniert das denn, dass Ja, genau. sozusagen dass die Projektion, dass man sagen kann, ich möchte warten, bis die Projektion up to date ist, aber ansonsten haben wir eigentlich alles schon mal jetzt echt gut gesehen und mehr ist da auch nicht sozusagen, ne? Das ist auch dann in sich alles eigentlich. Genau. Ja, aber dann, ich denke, das wäre da eigentlich ganz cool fürs nächste Mal. Dann können wir mal Error Handling, genau, Getting Started, Transaktionen, Blocking. Ich sag mal, dann können wir mal überlegen, was, also genau, vielleicht auch nochmal Fragen beantworten, wenn jetzt nochmal irgendwie andere Leute vielleicht noch Fragen haben. Ich denke, das wäre auch, können wir auch nochmal machen, denke ich, ne? Wenn jetzt irgendwie nochmal Leute irgendwelche Rückfragen haben oder auch vielleicht Ja. Themenwünsche haben, dann bitte schreibt uns auf Slack oder so oder irgendwo anders. Und versuchen wir darauf einzugehen. Ja, schön. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns in der Woche wieder, oder? So vom Prinzip her. Genau. Dann Ja, sehr danke in die schön. Runde. Vielen Dank. Danke, hat viel Spaß gemacht. Und dann sagen wir schon mal Tschüss. Ciao. Ja, danke. Tschüss.